Nach einer Autofahrt von Wiener Neudorf über Semmering, Klagenfurt, Gmünd ins Maltertal zum Gößgraben. Aufstieg zur Gießener Hütte auf 2215 Meter. Am nächsten Morgen Frühstück mit vier anderen Bergsteigern und dann Aufstieg bei windigem, kühlem Wetter zuerst Richtung Winkelscharte, immer mit Blick auf die Hochalmspitze. Nach über 600 Höhenmeter Aufstieg stehe ich wieder bei der Winkelscharte und jetzt beginnt die eigentliche Tour über endlose Granitblöcke auf die Hochalmspitze. Wetter ist schön, aber windig und kalt. Erster Blick durch die aufreißenden Wolken auf das Gipfelkreuz. Hier bei der steilen Randkluft des Gletschers ging bei mir ein Steigeisen kaputt. Es war sehr schwierig, sich noch im Eis zu halten. Schöne Kletterei auf dem schmalen Detmolder Grat. Und der Gipfelaufbau der Hochalmspitze vom Grat aus. Sich auf der Hochalmspitze. Bin ganz happy, dass ich es doch geschafft habe. Über 3300 Meter. Aussicht ist leider keine. Es ist alles neblig, sehr kalt auch. Der Sturm geht hinten, Gott sei Dank, da ist es windstill. Aber es ist super, jetzt oben zu sitzen. Hier und da bricht die Sonne durch, aber sonst, ja, vielleicht sehe ich noch einmal hinunter, weil da unten wird es eh besser sein. Auch ganz eine schöne Kletterei herauf.
Es ist ein spitzer Berg. Abstieg über den Ostgrat Richtung Steinerne Mandeln. Blick 900 Meter hinunter zur Gießener Hütte und zurück zur Hochalmspitze. Die Hochalmspitze und der Aufstiegsgrat und das Tripkees und dahinter das Heuleck. Mein weiterer Gratweg und Richtung Süden der Gößgraben und die große und kleine Gößspitze. Blick Richtung Südwest zum Säuleck und die Reiseck-Gruppe. Nach Nordosten das große Elendkees und der große Hafner bis zum Reitereck und Maltertal. Die steinernen Mandeln kommen in Sicht und hier trennen sich unsere Wege. Die Bergsteigergruppe steigt über das Großelendkees zur Villacher Hütte ab. Mein Weg geht über manchmal sehr schmalen Grat weiter, um dann in die andere Richtung zur Gießener Hütte abzusteigen.
Nach 3,5 Stunden oft schwierigen Weg mache ich Einkehr bei der Gießener Hütte und esse ein wirklich gutes Hirschragout mit Blick auf die Reisseck-Gruppe und Zaubernock. Gut gestärkt geht es über die Almstraßen hinunter zum Parkplatz und Auto. Der Abstiegsweg war insgesamt 1660 Höhenmeter. Danach gemütliche Heimfahrt bis 21:30 Uhr.